Hallöchen, Muchachos! Es ist wieder soweit. Marbossa versus Deko. Das Schlachtfeld ist diesmal die Midlane. Wir spielen beide AP-Chars und ja, der Deko hat den Cho'Gath gepickt. Ich wiederum den Brand. Wir haben vorher nicht gesagt, was der andere pickt. Das war sozusagen wirklich richtig. Wir haben nur abgemacht, dass wir nicht AD picken. Genau. Das mit dabei ist der Trizix, der Elpinator, Hybert Sieg. Und da ist es schon vorbei. Hybert Siegball. Wen haben wir da noch? Tendu 24, der Sleeping Skeleton, Jansen, Blue Skiller und Superzocker 135. Wir beide haben einen Platinum-Spieler, das sind Elpinator und Blue Skiller, die haben ihre Mains genommen, was ich auch echt nicht schlecht finde. Elpinator ging ja so, wo ich finde, dass der Elpinator doch einen kleinen Vorteil hat, oder? Ich fürchte, ich glaube auch, Riven ist stronger than Yasuo. So, Brand Guide. Aber, Brand Guide. Ich zock ja nie die Midlane. Die Midlane ist, glaube ich, von uns beiden die schlechteste Lane, oder? Ja, kann man so sagen. Also, Botlane zocken wir ab und zu mal, sowohl Supporter als auch ADC. Auch im Ranked machen wir das ab und zu mal. Jungle zocken wir auch beide ab und zu mal. Toplane ist auch das öftere mal dran. Ich denke mal, so Jungle und Top ist eigentlich so. Ich glaube fast noch, ich zocke öfter noch ADC als Jungle und Top, aber ich glaube, ich kann Jungle und Top einfach besser als safer spielen. So, invaden sie? Das ist jetzt die Frage. Aber Mid ist auf jeden Fall immer so. Also, wenn ihr mich im Ranked Game in der Mitte schickt, dann. Gute Nacht. Lost. Also, dann muss man auf jeden Fall gecarried werden. Ja, ich so, mach dann nur noch. Es kommt schon die ersten Grüße. Der Superzocker 135 grüßt Mike, Dennis und Yoshi. Und Grüße. Wieso juckt mich denn mein Rücken so, Alter? Und das Herz pocht schon ein bisschen schneller. Ich habe gerade den Brand Guide nachgeschaut. Da wird mir empfohlen, den W hochzuscalen. Das ist aber ein ziemlich noch schwieriger zu treffender Skillshot ist wie die Q-Fähigkeit. Also für mich auf jeden Fall. Wie oder als? Wie oder als? Schwerer wie zu treffen oder schwerer als zu treffen? Wieder wie? Wieder als? Oh Mann, Alter. Immer diese Deutschkenntnisse. Hallo, ich hab überhaupt nichts gemacht. Die Schnauze. Du bist der Feind. Kriegst du eine Schnauze? Nochmal. Da hast du die Schnauze. Dreckiger Feuermensch. Oh yeah, got you, babe. I got you, babe. Oh, ich fahre mir gerade die Finger auf Koks. Naja, gotcha. Naja, aber ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Farmen. Das Ding ist cool, dass, vor allem das Ding ist halt, du hast aber einen Fernkampf und ich habe einen Nahkampf. Wenn ich da rangehe, dann kriege ich ganz schnell auf die Schnauze. Ja. Deswegen passe ich gerade extrem auf und spiele richtig krass defensiv. I got you, babe. Da war schon die erste Auswirkung des Defensivspiels. Oh yeah. Gotcha. Wer ist das? Hey, cool. Oh, was? Dreckiger kleiner Fickgesichtiger. Feuermensch. Ich zerreiß. Neustart. Dass mich die Scheiße mal trifft. Nicht diesmal. Was ich ganz geil finde bei Cho'Gath, er hat Sustain. Jetzt noch nicht. Gleich erst. Das Schlimmste ist, Alter, er hat vor allem richtig viel Mana. Nicht. Oh, fick dich! Was denn? Der Pantheon da hinten, ey. Achso. Der kleine Hanswurst. Nein! Yeah! Oh! Oh! Elpinator! Elpinator, siehst du das? Guck mal! Oh yeah! Elpinator, nein! Und ich hatte richtig Schiss, Alter, dass Elpinator das Ding so unnormal rocken wird. Schade. Schade, dass er nicht an aber da hast du auch guten Mikes Rat befolgt. Wenn du noch flashen kannst, dann flashe. Flashe, solange du noch flashen kannst. Lauf ihr Narren. Dann wäre meine. Ja, ich hätte gehofft, dass ich dich hochschmeißen kann, damit ich noch stunnen kann. Ich hab echt gehofft, ich kann ihn noch hochschmeißen. Hast du eigentlich auch geflasht? Das ist die Frage. Weiß ich nicht. Yeah! Waste your aber man. Da habe ich gerade echt nicht. Ich hab nicht mal gesehen, dass er kommt. Da war ich echt unvorbereitet. Das hätte sonst echt böse für dich ausgehen können. Sieht böse aus. Ja, Midlane ist für mich auch. Aber ist auch schon jemand gestorben von uns gerade, der Supporter, glaube ich. Farm.
Wirklich, das ist eine Qual für mich. Ja. Nein. Und nur der Fairness, aber will ich mal kurz erwähnen, dass Marvins Team zumindest von der Elo her leicht im Vorteil ist. Oh fuck. Nein, ja. Ich hab so viel verkackt. Die Rettung naht. Also hast du keinen Flash, sonst hast du keinen Flash. Alles klar, ich bin nur safe weggekommen, wozu soll ich flashen? Oh mein Gott. Nein, fahren. 26 zu 19. Du hast echt weniger Farm als ich. Ja, das ist. Alter, du glaubst gar nicht, how dreckig ich farmen tue. Ja, dann du kennst ja meine dreckige Farmart und dann noch dazu, dass ich Range bin und aufpassen muss, dass ich auf die Schnauze kriege. Rechne das dazu, multipliziere es mit dem Deko-Koeffizienten. Oh, okay, da warst du einkaufen. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, so ein bisschen Mobility gegen den Choker zu haben, da eigentlich ja, wenn man hochgeschleudert also Schuhe gekauft. Das ist ja die Kombo, hochschleudern, W, essen, dann ist man auch schon Matschepampe. Du bist Matschepampe in deinem Gesicht. Aber ich merke schon wieder, yes, man ist angespannter als bei allen. Ich find's aber echt lustig, muss ich sagen. Ich find's echt krass, normalerweise würde mich das kein bisschen so aufregen. Ja, stimmt. Vor allem, weil Chogat ja auch, eigentlich ist Chogat echt ein cooler Pick. Aber, gut. Zum Glück ist ja Yasuo noch gefällt. Oh, das war knapp, Alter. Alter Schwede. Das war knapp. Bei Yasuo. Top Lane. Da kam ein Pantheon-Gank. Und, der hat nur knapp überlebt. So, okay. Wo roamst du gerade? Hallo, Deko? Aber jetzt werde ich dir so in dein dreckiges Fickgesicht treten, ne? Kennst du den schon? Ist doch nur, damit du dran riechen kannst. Dran riechen, was dich gleich töten wird. So, also, da du ja ziemlich auf Tank baust, wird es schwierig sein, dich one-to-shotten. Das wäre sehr unklug von mir, nicht auf Tank zu bauen. Ja. Vor allem gegen fucking Brent, Alter, der wirklich One-Shot-Potenzial besitzt. Wenn ich da nicht auf Tank baue, dann geht's schnell mal auf die Schnauze. Deko bekommt seinen Blue-Buff. Jupsen. Du auch? Ich auch. Oh ja. Yeah. So, Odele. Also bis jetzt ist es ja 1-2, es sind nicht viele Kills gefallen. Nee, aber Leute strengen sich auch an, die wissen nur, was es geht. Hat Deko schon gedroht, die aus der Kontos zu kicken. Ich hab allen Leuten gedroht, wenn wir das Game verlieren, dann kriegen sie einen C-Game-Bann. Genau so war das, ja. Da sind wir, also bin ich eiskalt. Weißt du, ich bin halt mehr so der Diktator-Style. Weißt du, es ist besser, wenn deine Leute dich fürchten, als wenn sie dich lieben. Nein, warte, wie war das? Irgendwie gab es da so einen berühmten Spruch. Wenn die Leute dich nicht, wenn du nicht erreichen kannst, dass die Leute dich lieben, dann sei gefürchtet oder so. Ja. I don't know. Irgendwie gab es mal so einen weisen Spruch von irgendeinem Diktator-Anführer, / Menschenvernichter. Aber er war lange nimmer. Oder so. Oder so. Matrix Dodge! Diesen Kuh nicht treffe oder so, ne? Oh. Dann hat er wieder einen Flash. Und direkt dieser Smite auch auf meinem Arschloch, ne? Da ja, kommt aber auch angerannt, ey. Genau da gehört der Smite hin, Alter. Mitten auf dein Arschloch. Oh. Give me. Ja! Und? Nein, der Red Buff! Ja. What? Nein! Nein!
Und da wollte er den gefährlichen Weg gehen und wurde bestraft. Ich bin extra. Ich wusste ja, dass du das machst, aber ich habe mit diesem Damage nicht gerechnet. Oh, dieses Fressen! Da fiest! Oh, und da oben auf der Toplane gibt es schon die Respektsbekundung. Was denn? Von El Pinato an den Blueskiller. Diese Art von Playstyle habe ich noch nie gesehen. Oh je, oh je. Entweder das war eine Beleidigung oder das war eine Respektsbekundung. Entweder so, ah, Senpai, ich habe Meister gefunden, bitte lehren Sie mich diese Playstyle. Oder es war so, diesen Playstyle habe ich noch nie gesehen, Alter, was kannst du überhaupt, du Bastard? Was? Was Freund ist gerade hineingeschneit. Hast du gerade geschneit gesagt? Ach, man merkt, die Laune steigt bei mir. Ich muss dich jetzt fertig machen. Ich werde dich so zerstören, Alter. Ich werde dich so zerstören, ey. Deswegen habe ich den Battlecast Sugar, also sogar Battlecast Prime, weißt du? Der heißt nicht umsonst Prime. Oh yeah, da gab's den Drake. Aber der Drake ist auch gerade gemacht worden. Na, 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 na. Den Drake. Mein Bosser merkt schon, er verkackt. Oh, 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 nein, 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 Botlane. Alter, ich hab alles gemisst, alles. Hast du Support? Du hast ja für den Trash-Kill nicht mal Support bekommen. Oh mein Gott. Brent ist sowas von nicht mein Champ. Na, ist der Togard auch? Ist der Togard auch? Dumm ist, hat er gerade gewardet. Okay, spielen wir jetzt etwas Saber. Saberino. Aber fuck, da kommt Pantheon. Pantheon! Okay. Yasuo knows. Oh yeah. Och nein, die wussten doch Bescheid. Wir müssen da dodgen. Nein. Oh, wie gut das war. Nein. Yeah. Es kann nicht sein. Dicker freut sich. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht rum. Nein, der Pilato. Oh, geil. I trust in you. Ich hab ihn vertraut. Er wird Snowball. Aber eigentlich war El Pinator ein Co-Agent von mir. Ich hab ihn eigentlich hab ich ihn eingeladen zu dem Game und hab ihm gesagt, dass er, wenn er bei dir ist, dann soll er feeden. Also feeden würde ich das jetzt nicht nennen, was hat er? 0-3. Nein, er soll es ja auch nicht so machen, dass man es bemerkt. Das weißt, krasse soll, ist aber wirklich, ich er soll habe immer völlig feeden. Die Rotz und Klotz. Rotz und Klotz habe 87 Farm. Oh, du auch. Und ich, was für ein Spruch sollte gerade kommen? Die Toplane und die Botlane. That's crazy. That's crazy and I like it. Bum, 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 bum. Und? Bum, 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 bum. Unten gibt's weiterhin Stress. Oh, da habe ich ein Pinkwort gesehen. Du Kleiner. Ja, oh. Spring drauf. Spring drauf. Er hat Angst vor mir. Er hat Angst vor mir. Everybody shot. Oh, fear me. Oh, fuck. Oh, yeah. Oh, yeah. Da kommt der Ghost. Da kommt alles. Und du wirst gefressen. Und? Jawohl. Und los. Oh, yeah. Ich glaube, ich habe noch schön viel Damage mit meiner Ulti gemacht. Also, du hast richtig krassen Schaden rausgehauen. Aber es war so geil, dass die Leute da ankamen. Hätten wir, ach, mein hätten, wäre vorher auf dich draufgegangen. Das wäre schön gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Nein. Wir sollten hier abbauen. Ich würde gerne. Nein, bleib da. Bleib bitte da. Nee. Ich habe auch so viel Knete, Alter. Ich kann jetzt erstmal übergroßen Stab kaufen und Brabadons. Was? Das kann nicht wahr sein.
Das kann nicht wahr sein. Ja, weil diese Fettfrage, Digga. Botlane gewinnt bei dir. Toplane gewinnt bei dir. Midlane hast du auch dominiert. Und Jungle. Aber bitte sag das nochmal. Na, was heißt dominiert? Du musst den Power geben. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Also bis jetzt sieht's für Deko besser aus auf der Midlane. Ja, ist eigentlich auch, das im letzten Game sah es für mein Team auch besser aus. Oder? Irgendwann. Nee, da war unser und eine andere Lane war richtig todesfett. Guck dir mal, wie er ankommt hier. Es ist doch riesig. Oh, Alter. Ja. Yeah. Ich glaub, ich bin hier so reinmarschiert, Alter, kannst du mir gar nichts. Da gab's eine Respektschelle. Hört auf mich zu ficken! Oh je, yeah, mal was entkommt, weil er ist einfach unglaublich cool. Was? Nein! Oh oh! Ach, er kommt doch noch? Jetzt hat er ich wieder umgedreht. Oh. Oh. Nein! Ich hab jetzt mein Essen wieder. Schade. Ich war auch schon wieder umgedreht eigentlich. Was halt, ich bin echt so angespannt, dass ich kein Weh mehr gemacht habe. Ich bin nur noch wild da rumgelaufen. Hast du mich nicht mehr angegriffen? Nee. Kein Support bekommen? Achso, natürlich. Ich habe meine Ulti auf euch beide geknallt. Aber danach, als du hättest mich essen können, da hätte ich dich eigentlich schon locker nochmal killen können. Ich hätte dich aber nicht essen können. Ich hatte einen Cooldown. Ich habe mein Weh abbekommen, 2 Sekunden nachdem du tot warst. Oh, das ist so ärgerlich, dass die... Aber jetzt ist sie tot, oder? Ja, ja, jetzt ist sie. Da geht nichts mehr. Aber warum ist ein Yasuo nicht mitgekommen? Ach, Yasuo ist hier in der Nähe? Nee. Warte mal. Ach, da ist Yasuo. Was ist los? Also, ich will mich trollen, ey. Ja, Jule, troll ihn. Kützel sein Ohr oder sowas. Das ist gerade Deko vs. mein Wasserschatz. Das ist nicht lustig hier. Für wen wohl? Das Geile wird, Deko mein Bossa soll am 8. rauskommen. Oh. Oh. Der 8. ist mein Bossas Geburtstag. Ich fände es richtig schön, wenn da ein Video rauskommt. Oh, oh! Da! Ah, ja! Alter, war das knapp! Clap the sound of my heart, the beat goes on and on and on and on. Hier komm. Will ich sagen? Alter, also, Udi hat gerade Riven platt, also Udi hat Epinato platt gemacht. Echt? Schon super wieder? Zocker. Ne, zum ersten Mal, aber es war ein richtig, Alter, ich dachte Udi stirbt. Ich war zwar da, um den Kill abzugreifen dann, aber... Oh yeah. Ho, 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 ho. Red Buff. So, da und da kommt die Fein! Da kommt die Fein! Ich muss sagen... Und holt ein Kill. Ein Team ist. Das macht es, glaube ich, einfach. Ja, also mit 4-1. Ich habe sehr, sehr viel auf den lieben Elpinator gesetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass er so welche Probleme hat. Oh, nee, no, nee, no, nee, no, nee, no, nee, no, no. Aber das war ja so: einmal hast du mich umgebracht, einmal habe ich dich umgebracht. Was? Evil to equal evil. Ich hab 5 Trillionen Kills, da warst du bestimmt nur zweimal dabei. Nee. Doch, ich glaub schon. Du hast mich einmal. Ich glaube, ich hab dich hier auch noch umgebracht, oder? Wie bitte? War das hier bei dem Fight, als Pantheon kam? Nee. Oder war das Udyr? That was Udyr. Nee, circa. Ich hab dich umgebracht. Ich? Nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich geh mal davon aus. Oh, schon wieder? Oh nein! Ich glaube, Elpinato ist gerade richtig geflasht, er kommt gar nicht drauf klar. Ja. Ich habe dir vertraut, ich schreib ihn gerade. Elpinato, ich hab dir vertraut. Oh, und jetzt. Die Venus war auch dicke voll, ne? War sowas von. Oh, oh. Ja, Mann! Ja! Oh fuck! Oh fuck, hier werden wir jetzt aber eingecrazelt. Hinterher? Nee, komm, save kills.
Oh. Alter, Welle, ich mache jetzt langsam geilen Damage. Oh, ist es doch noch nicht vorbei? Ist es doch noch nicht vorbei? Es ist sowas von vorbei, Alter. Oh, Muchachos, die dürfen mir keine Hoffnung mehr machen. Ich schnitzel dein Arschloch. Oh, oh, danke schön, aber ich hätte auch so überlebt. Okay, da wollte der Blueskiller mich umbringen. Oh mein. Ich hab keinen Mana, Alter. Kein Mana, um ihm zu helfen. Nice. Let the throws begin. Deko. Ja, ich schreib jetzt. Ich muss erstmal backporten, aber. Los. Oh ja. Ist das nicht schön? Oh, ist das schön. Das ist prima. Also, ist natürlich noch kein Comeback, aber es sind gerade Throws von denen auf jeden Fall. Oh, hallo? Hallo, Thrash? Darf ich 40? Ich warte eben. Da wollte ich nicht reingehen. Schade, dass mein Team nicht weiter gefollowt hat. Ja, war auch besser, dass ihr nicht gefollowt habt. Nee, will ich nur so sagen, aber ganz ehrlich, da war niemand. Yasuo ist jetzt, das ist jetzt angekommen. Ja. So, I'm running. I'm running! I'm running! Oh, Yasuo will mich schnetzeln, kann das sein? Der will mich. Das heißt auf mich. Heißt auf die warme Stelle zwischen den Beinen. So. Wow. Mach doch ein bisschen Damage. Nein, nein. Nein. Hat sie gut gemacht, die Vayne. Der Deko schnabbelt sie noch an. Jinx einen Fehler gemacht. Jinx no, no, no. Cool. Naja, Jinx musste auf jeden Fall abhauen vor. Nein! Sie hat so viel Damage, ich habe so viel Damage an Vayne gemacht. Wären wir beide umgedreht, dann hätten wir sie bekommen. So hat sie alle einzeln umgebracht. Und das hätte ich stärker an Vayne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist richtig. Das ist richtig. Was hast du? Delicious. Was hast du für Stats? 444. Oh. Gar nicht mal so gut. Doch, ich bin mit der. Nee, Pantheon hat noch relativ okay Satz. Aber ich bin am wenigsten gestorben. Mit Pantheon. Die Riven 071, Epinator! Du kannst das nächste Mal. Ich glaube, er kam einfach wirklich nicht darauf klar, dass. Dass der Blue Skiller anscheinend irgendwie einen Weg hat, um Riven da zu zerschnitzeln. Mhm. Und konnte es nicht fassen und dann ist so ein Reingehen. Es muss doch klappen. Jetzt habe ich meinen Damage Spike, aber jetzt. Nein. Denn wir alle wissen, El Penator ist eigentlich ein miesester Pro. Oh. Oh. Schade, Alter. Wäre cool gewesen, wenn ich gekillt hätten. Ah. Ah. Ich wollte eigentlich schon einen Vayne haben. Hier brauchen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich hab Angst vor dem Yasuo, der ist wirklich bedrohlich. Also ich habe mehr Angst vor Yasuo als vor der Vayne zum Beispiel. Und ich habe einen Tower. Einen richtig guten Job. Ja, muss ich sagen, ich bin zufrieden. Sehr zufrieden. Die hat er auch schon. 7-4. Hat gerade gut Kills geholt. Oh okay. No. Boom, clap. Also jetzt wurde es wiederum von uns gethrowt. So, jetzt werden wir ja so fertig machen. Jetzt machen wir ihn fertig. Backgethrowt. Oh ja, der ist tot. Aber er hat noch einen Tower mitgenommen. Ja, ich will noch irgendwer mitnehmen, deswegen. Es wird alles abgeblockt. Es wird
alles abgeblockt. Und wir kriegen 5 Tower für die Aktion oder so. Nein! Nein! Oh yeah! Ich hab nur darauf geachtet, dass dein Nice Raptor, Hook! Dass dein Raptor mich nicht trifft. Das ist dieses Mal, dieses einseitige Schauen dann, das ist leider Käse. Und ich komme einfach nicht an den Quip ran. Ich komme nicht an den Quip ran. Hadeko und seine Stats sind auch schon seit langem so, ne? Da hat sich jetzt nicht viel verändert. Und! Oh! Fresserin und Flippen! Boop! Boop! Nein! Es kommt alles, das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Please! Oh, nochmal das Herzchen an Udir. An den Superkill, Superzocker. Er hat mich echt. Meine haarige Rosettennille hat er mir gesaved, ey. Sonst wäre die gerade sowas von rasiert worden. Oh, da war ich zu greedy auf den Kill. Da hast du ihn ja sogar bekommen, so ist es ja nicht. Ja, ja, aber ich wäre gestorben. Und das ist nicht Wurf. Oh! Wen? Oh! Alter, wie der Yasuo natürlich brezelt! Alter, ist das krass! Alter, ist das krass! Vor allem, wie er einfach durch die Minions so eine Minion-Wave kennt und er macht einfach 5 Kilometer, Alter. Einfach so in 2 Sekunden. Ja, got you, babe. Hat sich mal Bossa wieder einen Kill gesnackt. Hat er sich einen Kill gesnackt? Ich würde sagen, das war Wurf. Aber ich habe wieder neutrale Stats. Das ist wiederum auch Wurf für mich. Leute, ich habe noch keine Schuhe. Noch gar keine? Die kleinen, die braunen. Die braunen Kackschüchen. Die habe ich. Aber ich bin. Oh mein Gott. Also das Problem ist jetzt gerade, es sind 2 Leute bei dir für mich. Der Yasuo und die Vayne. Warte. 7-1? Könnten wir vielleicht 3 Leute sagen? Ne, du zählst nicht mit. Du machst ja keinen Damage. Nicht? Ich hab den fucking Pantheon gewonshottet. Oh nee. Ich hatte so viel Hoffnung. Was? Auf den Reichen? Ich hab richtig einen auf die Schnauze bekommen. Oh, jetzt wird Yasuo aber zerschniggelt. Nice. Ich hab mehr mitgenommen. Da war er zu. Ja, vielleicht ist er jetzt zu greedy. Overextended. Müssen wir ausnutzen. Lol. War gerade am Schreiben, da schnackselt ihr hier meinen Kollegen weg. Er wollte mich unbedingt nochmal hocken. Er hätte auch einfach abhauen können. Ah, die Vayne, die dreht durch. Oh yeah. Ich will auf jeden Fall nochmal Deko haben. Was hat Deko jetzt eigentlich? Oh, jetzt hat er auch noch Magieriss, denn so bist du ein Knacker. Oh. Ich rasse hier mit Vayne durch. Mhm. Chef. Chef mal Bosser. Chef mal Bosser. Chef mal Bosser. Ja, hier habt ihr ja schon alles erkannt. Obwohl, fuck, ja. Nein. Nein. Oh. Das wäre mein Kill gewesen. Mein Mabossa-Kill wäre das gewesen. Komm. Jetzt haben wir euch. Nein. Ja. Yeah. Aber ich hab noch einen Kill mitgenommen. Ich hab sogar El Pinato mitgenommen. Das freut mich echt noch ein bisschen mehr, Mr. Elpinato. Der Herr. So. Ja, next one. Jetzt müssen wir nochmal deffen. Ich würde nicht sagen, dass das ein Comeback ist. Nee. Die haben sich gerade alle einzeln schnäckseln lassen. Aber ich war doch auch ziemlich greedy, also. Da scheint Deko nicht mehr zu stören. Der ist sich dem Sieg sehr bewusst. Ich bin sehr siegessicher. Und ich finde es auch. Verstorben. Ich finde auch, das ist morgen ein schönes Video zu deinem Geburtstag. Wie bitte? Das wird morgen ein schönes Video zu deinem Geburtstag. Dann schenk mir den Sieg. Schenk ihn. Nö.
Mabosa wird, also das Video ist ja vor deinem Geburtstag, deswegen ist es nicht so schlimm, aber es kommt raus an deinem Geburtstag. Und das ist dann, also ist in Ordnung, ist nicht ganz so bad, aber bad enough. Bad enough. Wir brauchen ein paar mehr Warts. Wir haben keine Warts. Ja, wir auch nicht wirklich, oder? Ach was, aber da habt ihr einen. Wo haben wir einen? Wo im River, du hast die Uni gesehen. Ich habe gerade einen gestellt. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Nein, Shen. Was macht Shen so weit draußen? Aber kann er abkommen? Kann er abkommen? Jetzt kommen wir alle. Jetzt wird er geknackt. Jetzt wird er geknackt. Er geknackt. Komm, ja. Vielleicht kommt alle von der Seite und dann. Schade, ich dachte, du pingst ihn zurück, so Mindgames-mäßig. Geh zurück, da kommen alle. Ich hab sogar zurückgepingt. Ja! Kamen doch nicht alle, oder was? Bam! Aber ich hab gerade mit Vayne zusammen den Baron gemacht. Geht, mehr geht! Da gibt's den vierten Drake. Boah! Los! Ja, wir haben keinen einzigen. Das echt? Hat Uli gut gemacht, muss man sagen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, wir müssen jetzt erstmal warten. So, Dille. Dann stellen wir nochmal ein Ward. Warte, ich mach jetzt die Musicbox an. Warum die Musicbox? Ja, der Sugar Predicast Prime, wenn er Dance anmacht. Ah, die meinst du, achso. Für die Minions. Komm, wir brauchen einen epischen Fight. Die Party ist hier. Ja, so hat den Baron Buff nicht mehr, das ist schon mal gut. Vor allem ist es extra, das ist echt so eine krasse Mucke bei Sugar. Da könnte man sogar zu feiern, finde ich. So ein bisschen stumpf, elektromäßig, aber es geht. Wir schaffen das, so nochmal ein bisschen Mut hier anregen bei den ganzen Leuten. Dann kommen wir gerade an mit einer riesigen fucking Wave mit Nashor-Minions, Alter. Ihr werdet jetzt so weggeschaved. Wie alles weggesäbelt wird. Wie alles weggesäbelt wird und wir können nichts machen. Was für Schnauber? Ich weiß ja nicht. Oh, wir müssen doch hier ein bisschen Damage machen. Fuck, fuck, fuck. Alter, wir werden umzingelt! Jetzt müssen wir das machen! Nein, 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 nein! Ja, doch überlebt! Oh yeah! Da ist es vorbei! Seko gewinnt die Midlane-Runde! Oh yeah! Ba, ba, ba. Ba, ja, ba, ba. Ein schönes Game! Hat mir gefallen! Wie wär's, wenn wir uns nochmal den Damage-Graphen anschauen? Machen wir! Da hat leider komplett jede Lane bei mir verloren und ich habe noch gleichzeitig einen Skin geschenkt bekommen. Ich auch. Sorcrest Lux, wie geil ist das denn? Ich bedanke mich bei TGG Reloaded. Ich bedanke mich auch, TGG. Ein Herz. Und 2. Ehrlich? So. Danke dir, ein Herzchen schon mal für dich. Ich habe in meinem Team am meisten Damage gemacht. Habe ich mehr Damage gemacht? Ja, ich habe mehr Damage als Deko gemacht. Ehrlich? Wenigstens etwas. Das macht den Sieg für den Weg hoffentlich etwas schlechter. Total nicht, ich bin vollkommen zufrieden. Ich habe geile Stats. Ja, schade. Es war perfekt. Mein komplettes Team verloren, ich habe auch gegen Deko verloren. Hat mir trotzdem gefallen. Nächstes Mal kommt dann Top Lane oder Jungle. Freut euch drauf, ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Bye, bye.